Also ich bin die Susanne von der Sozialistischen Gruppe und ich habe mir heute den Werner eingeladen, der ist Redakteur vom Gegenstandpunkt Verlag. Und wir wollen euch ein paar Thesen vortragen zur Lage der arbeitenden Klasse in Deutschland. Die Anregungen dazu stammen aus dem Periodikum vom Gegenstandpunkt Verlag. Da ist ein Artikel erschienen in der Nummer 223 und die heißt auch zur Lage der arbeitenden Klasse in Deutschland. Inzwischen gibt es auch schon wieder ein neues Buch, 323, das ist, wenn es interessiert, entweder am Büchertisch hier zu erhalten oder natürlich auch im Buchhandel. Wir wollen ja heute über die Lage der arbeitenden Klasse in Deutschland reden. Vielleicht empfiehlt sich am Anfang eine Vorbemerkung zum Thema. Dass es in der Wirtschaft um Profit geht, dass die Unternehmer Leute beschäftigen, damit die für sie arbeiten und dadurch ein Gewinn erzielt wird. Das ist allgemein bekannt und das muss man niemandem sagen. Da braucht es keine Marxisten dazu. Das steht in den Wirtschaftsseiten der Zeitungen. Die Börse vor acht kann es gar nicht oft genug wiederholen. Und die Unternehmensführungen selbst weisen immer wieder darauf hin. Wenn man aber sagt, ja, dann handelt es sich bei den Leuten, die eben die Arbeit für die Unternehmen verrichten, damit die draußen einen Gewinn machen. Da handelt es sich um eine Arbeiterklasse. Erntet man überhaupt gar keine Zustimmung, sondern eher im Gegenteil, allgemeines Kopfschütteln. Denn die Kennzeichnung, die da in Arbeiterklasse drin steckt, nämlich die Lohnabhängigen, sind die lebende Manövriermasse der Kapitalvermehrung. Das will sich keiner nachsagen lassen. Da wird einem vielleicht entgegnet, wenn man das sagt. Das ist doch zu einseitig, wie ihr das auffasst. Und wenn der Mensch gutmütig ist, mit dem er da spricht, sagt er vielleicht, das war einmal. Ein Mensch heißt der Kapitalismus. Aber ist doch heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist der Mensch doch frei. Der kann sich seine Arbeit selber raussuchen, sucht es sich selber raus. Der ist kein Knecht. Er sucht sich die Art und Weise, womit er Geld verdient, selber raus. Die Beschäftigungsverhältnisse, die er eingehen will und so weiter. Also von wegen hier Arbeiterklasse. Frei und selbstbestimmtester Mensch. Deswegen wollen wir heute Abend mal ein paar Beschäftigungsformen in dieser Republik durchgehen. Es sind nicht viele, ihr müsst keine Angst haben, aber zu manchen wird man ein bisschen länger reden, die im allgemeinen Bewusstsein als, das sieht man es doch, das sind die Leute frei, suchen sich selber raus, als exemplarischer Einspruch gelten für, naja, Lohnabhängige sind Teil der Arbeiterklasse oder sind nichts anderes als Arbeiterklasse. Und uns ist auch bekannt, dass bei diesen Beschäftigungsverhältnissen, die wir heute durchnehmen, durchaus dem ersten Satz, ja, die Leute sind frei, die können sich das selber raussuchen, können vielleicht auch ihre Arbeit einteilen und so weiter, da kommen wir dann noch drauf, dass dem sofort die Sorge auf dem Fuße folgt bei sehr, sehr, sehr vielen Beschäftigungsverhältnissen. Oh, insgesamt sind sie aber ziemlich prekär. Und wir haben uns gedacht, dass wir dieses einerseits selbstbestimmt, das ist die eine Seite, andererseits aber ziemlich prekär, nach verschiedenen Zeiten, die wir noch abhandeln werden, dass wir das mal auflösen wollen und auf ein gemeinsames Prinzip zurückführen wollen.
Also das haben wir uns heute vorgenommen und deswegen haben wir uns, werden wir länger nicht abstrakt über die Arbeiterklasse reden, sondern über verschiedene Beschäftigungsformen und haben uns da zum Hauptgegenstand Beschäftigungsformen aus der modernen Gig-Ökonomie, Plattformökonomie, die Internet vermittelt ist, Vermittlungsinstanzen im Internet rausgesucht. Und auf der anderen Seite des Spektrums altehrwürdige Tätigkeiten, nämlich Büroarbeit, die schon immer als eine Abgrenzung zur Arbeiterklasse galten. Also die Arbeit im Büro und halt jetzt mit der Betonung im modernen Büro. Wie schaut es denn da aus? Also es wird so, das ist unser Plan, das heute durchzusprechen. Wie immer, es ist zwar sinnvoll, wenn wir ein bisschen was erzählen können, sodass man weiß, was wir wollen und dass man dann Einspruch erheben kann. Aber wenn jemand nicht warten kann und ihm einfach Einsprüche auf den Nägeln brennt, ja, dann soll er sie halt vorbringen und dann lassen wir uns natürlich auch unterbrechen. Irgendwie, wenn wir schon wieder in unsere Argumente reinfinden. Gut. Also, ich fange mal an mit dieser inzwischen gar nicht mehr so rudimentären, gar nicht mehr so kleinen Unterabteilung der Arbeitswelt, die zweifellos modern ist und von manchen Forschern schon für die Erwerbsformen, Erwerbstätigkeiten der Zukunft ausgerufen werden. Die digitale Plattformökonomie. Plattform, was soll das überhaupt heißen? Also ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Erstmal grob gesagt sind es Vermittlungsinstanzen, die zwischen irgendwelchen Unternehmen oder auch Privatleuten die Aufträge zu erteilen haben. Ich gehe da verschiedene Spielarten noch durch, also sage dann noch Näheres dazu. Vermitteln wo sich Leute auf diesen Plattformen bewerben können, diese Arbeiten zu erledigen. Manche Plattformen, da komme ich dann auch noch drauf, die sind inzwischen zu richtigen, wenn man so will, Unternehmungen derart geworden, also diese Lieferdienste, die auch so als Vermittlungsdienst angefangen haben, aber die haben inzwischen auch richtig Beschäftigte, die sie anstellen und sind mehr oder weniger zu Kurierdiensten geworden. Da werde ich auch noch ein paar Worte heute dazu sagen. Das mal so als grobe Richtlinie, worum es überhaupt gehen soll. Also bei dieser digitalen Plattformökonomie, wo Leute oft, wenn man so will, den rechtlichen Status von Selbstständigen haben. Also sich um Aufträge umtun, schauen, was sie annehmen wollen, was sie nicht annehmen wollen und so weiter. Da denkt man mal weiter weg von der Arbeiterklasse, kann man eigentlich gar nicht sein. Da gibt es keinen Chef, der einem sagt, das musst du machen. Da sagt einem auch keiner, da musst du antreten, zur Verfügung stehen, dann musst du das erledigen und so weiter und so fort, sondern frei und selbstbestimmt kann man sich die Aufträge raussuchen. Wann man will, unter der Woche, am Wochenende, manchmal sogar nachts, wenn einem das lieber ist. Und meistens, auch da gibt es natürlich Unterschiede. Manches ist, muss man physisch antreten, irgendwo antreten, um das zu erledigen. Aber vieles von dem Zeug kann man auch zu Hause mit dem Smartphone oder dem Computer erledigen oder dem Laptop. Über diese Abteilung, über eine große Abteilung von dieser Plattformökonomie, die
Clickworking heißt oder Crowdworking. Crowd ist Menge. Crowd, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und Clickworking, Klicks sind diese, ach Gott, der Mausklick, da kennt man es ja her. Bei diesen Beschäftigungsformen hört man in der Öffentlichkeit oft die Warnung, das sind prekäre Arbeitsverhältnisse. Und witzigerweise habe ich bei meiner Recherche ein bisschen, was darüber geschrieben wird, bin ich da auf die Begriffe Arbeiterklasse und Proletariat gekommen. Also ausgerechnet bei denen, wo man erstmal denkt, naja, die sind doch frei und selbstständig, sagt so ein Weltjournalist, das ist ein App-Proletariat und so ein Zeitjournalist, digitale Arbeiterklasse. Und was sie damit meinen, ist die prekäre Bezahlung, die da stattfindet. Da komme ich dann noch dazu. Eine andere große Kritik, also wie gesagt, zur prekären Bezahlung komme ich noch dazu. Eine andere große Kritik ist, dass die Arbeit dort ziemlich sinnentleert ist. Dass das stupide ist, eintönig, nervtötend. Und woran ist denn da gedacht? Um da nur ein Beispiel zu nennen. Ihr kennt es alle, wenn man wo nachweisen muss, dass man ein Mensch ist und kein Roboter, wenn man im Internet unterwegs ist. Man muss Bilder anklicken und zum Beispiel, wo sind Schilder drauf, also Verkehrsschilder drauf oder Fußgänger drauf. Das kennt ihr alle, ne? Das ist so ein Tätigkeitsbereich, das sind so Aufträge, wo eben Tausende von Bildern vergeben werden und dann muss der Mensch anklicken, wo da ein Bild drauf ist. Und wenn man dann sich mal überlegt, wofür ist denn das eigentlich gut? Also jetzt bei der Anklickerei, die man selber macht, weiß man es. Da muss man nachweisen, dass man kein Automat ist, sondern ein Mensch. Da merkt man schon, das ist schon ein Hinweis drauf. Offenbar bringt es die KI noch nicht zustande, diese Unterscheidungen einfach so zu treffen. Wenn man da fragt, wofür ist denn das gut, ist es oft so, dass die Leute, die die Arbeit machen, das selber gar nicht wissen. Die führen halt die Aufträge aus, haben auch gar keine große Zeit, sich einen Kopf zu machen. Die sind ja beschäftigt, diese Arbeiten auszuführen. Und das ist ja auch für das, was der Mensch vorhat, adäquat, weil er will ja das Geld pro Auftrag haben. Das ist ja das, was er von seiner Arbeit überhaupt hat. Alles andere, wofür die Arbeit gut ist, wie das überhaupt eine sinnvolle Tätigkeit ist, das geht den Menschen überhaupt nichts an. Und was man daraus machen kann, also warum das jemand macht, warum jemand das für nötig hält, und das zu einer Teilarbeit von anderen Teilarbeiten macht, die dann schon im großen Zusammenhang einen Sinn abgeben werden. Bei diesem einfachen Anklicken als Beispiel handelt es sich meist um Training von KIs, damit die erkennen, eben zum Beispiel jetzt die Schilder, so selbstfahrendes Auto oder Fahrzeugassistenten oder sonst was, damit die Schilder erkennen. Da ist das ein Schritt dazu, irgendwelchen Algorithmen beizubringen, unterscheiden zu lernen, wenn man das mal in eine Sprache sich übersetzt. Und dass da die Plattformen, wenn die das organisieren, diese Arbeitsteilung, beziehungsweise gibt es teilweise auch Plattformen, die selber nur diese stupiden Aufträge kriegen, und der Arbeitgeber organisiert den Zusammenhang wieder von denen, also von den Plattformen.
dass die damit eben ja einen Beitrag zur Entwicklung von KI sind und damit ihr Geld verdienen. Das geht den Clickworker einfach nichts an und wie viel Geld die damit verdienen. Weil der ist, wie gesagt, abgespeist damit, halt mit denen, dass er pro Auftrag bezahlt wird. Warum erzähle ich das? Weil ihr denkt, na ja klar, das ist ja auch, so ist es halt. Ne? Aber was ist denn so? Und da merkt man, da stößt man auf ein Prinzip, wie die Arbeit, was generell für die Arbeit hierzulande gilt. Das ist nicht nur bei den Clickworkern so. Nämlich man stößt da auf das Prinzip, dass das Produkt der Arbeit, die verrichtet wird, eben geldwertes Eigentum von demjenigen ist, der die Arbeit anschafft. Dem Unternehmer, dem Arbeitgeber. Dem Arbeitnehmer geht schlicht und einfach der Ertrag seiner Arbeit nichts an. Das Geld, was er kriegt, sorgt gerade dafür, dass der Arbeitgeber ja über die Tätigkeit desjenigen verfügt, der für ihn die Arbeit verrichtet. Das ist auch bei den Clickworkern so. Wenn die zustimmen zu dem Auftrag, dann gehört schon die Tätigkeit, die sie dann verrichten, denjenigen, für die sie diese Tätigkeit verrichten, weil der hat sich mit dem Einverständniserklärung eben das Verfügungsrecht über ihre Arbeit und damit über das Produkt erkauft. Und der Zusammenhang, der aus den Tätigkeiten der Clickworker wie der Arbeiter überhaupt eine sinnvolle Tätigkeit macht, ist eben auch deswegen, weil er schafft ja an und die Arbeit gehört ihm, ist also auch seine Sache und er organisiert es nach seinen Kriterien. Und damit ist schon mal eins klar. Wenn man das sich mal durchdenkt, heißt es, ja gerade dadurch, dass der Mensch halt ein Entgelt oder einen Lohn für seine Arbeit kriegt, wird er zum lebendigen Ausführungsorgan von einer Unternehmensrechnung, die darauf aus ist, mit dem Produkt der Arbeit und mit der Tätigkeit, die da verrichtet wird, Geld zu verdienen. Also ist der Mensch selber als ein ausführendes Organ dieses Arbeitsprozesses, den der Unternehmer eben zwecks Geldvermehrung veranstaltet, definiert. Und das ist es, was bei den Clickworkern in dieser Form, die als Sinnentleerung öffentlich eben ja durchaus manchmal ein bisschen skandalisiert wird, ja den Leuten entgegentritt. Auch bei den Clickworkern, und man kann sagen, das ist auch wieder nichts Spezielles, aber auch bei denen folgt das Aufsplitten der Tätigkeit. Also dass da eben dieses eintönige Klick, also dieser Mausklick rauskommt. Dieses Aufsplitten, dass das als Auftrag und als Tätigkeit rauskommt, was die dann zu erledigen haben. Das folgt einem sehr einfachen Kriterium. Ja, ich rede jetzt von der Seite des Arbeitgebers, des Auftraggebers. Neben den technischen Erfordernissen der Standardisierung, ja, wenn das zu einer Schulung von so einer KI taugen soll, muss das technisch standardisiert sein. Also damit einheitlichen Kriterien folgen, ja klar. Aber neben diesem technischen Erfordernis der Standardisierung erfolgt das
Aufsplitten der Tätigkeiten auf einfachste Handreichungen den Sinn, dann können es Leute ohne große Vorkenntnisse erledigen. Und dadurch, dass die Aufträge möglichst einfach zu bearbeiten sind, erschließen sich die Plattformen ein riesiges Arbeitskräftereservoir. Inzwischen sogar, kann man sagen, weltweit, sofern halt die Aufträge nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind oder eben lokale Kenntnisse voraussetzen. Und dass diese Plattformen dadurch auf ein riesiges Arbeitskräftereservoir zurückgreifen können, das macht die Arbeitskräfte selber gegenüber ihnen austauschbar. Und führt dazu, dass die Plattformen möglichst wenig für diese Aufträge überhaupt bezahlen müssen, damit sie jemanden finden können, der die Aufträge für sie erledigt. Weil es gibt ja genügend, die auf solche Jobs, und seien sie auch noch so schlecht bezahlt, scharf sind. Und die alle anderen müssen das dann halt ablehnen oder sich das gefallen lassen. Und so kommt es jetzt, was ich vorhin also schon von den kritischen Journalisten gesagt habe, wo die sogar mal das Wort Ausbeutung in den Mund nehmen, kommt es zustande. Die Plattformen lassen die Leute sich wechselseitig unterbieten, sodass oftmals nur Bruchteile von Cents für die Erledigung solcher Aufträge bezahlt wird. Und jetzt gibt es auf diesen Plattformen, neben dem, dass sie sich ein riesiges Arbeitskräftereservoir erschlossen haben, gibt es noch einen weiteren Hebel dieser Plattformen dafür, dass den Leuten eigentlich nicht viel anderes übrig bleibt, die auf diesen Plattformen weiter vertreten sein wollen, also weiter auf ihnen Aufträge ergattern, als eben auch solche mies bezahlten Jobs anzunehmen. Nämlich, es gibt noch Bewertungsalgorithmen, die festhalten. Erstens, hat der Mensch überhaupt ordentlich seine Aufgaben erfüllt? Das wird durch Vergleicherei mit anderen herausgefunden. Aber vor allem, welche Angebote werden ihm gezeigt und welche nimmt er nicht wahr? Welche nimmt er wahr und welche nimmt er nicht wahr? Und weil es bei diesen Jobs halt unterschiedliche Dotierte gibt, also manche sind nur ein paar Cent, manche bringen ein paar Euro ein oder Dollars, je nachdem. Wenn jemand immer nur zu den Guten greift, die Schlechten links liegen lässt, dann wird er links liegen gelassen vom Algorithmus. Da werden ihm entweder die lukrativen Angebote gar nicht mehr angezeigt oder gar keine Angebote mehr angezeigt. Ein weiterer Punkt. Also insofern, so ist diese digitale Plattform und wie da die Arbeit organisiert wird, erweist sich als Hebel, sowohl die Arbeit
als auch das Geld, was man für die Arbeit zahlt, so zu gestalten, dass möglichst viel bei der Plattform oder beziehungsweise beim dahinter liegenden Auftraggeber hängen an Geldleistungen, die er eben mit diesen Aufträgen dann wiederum selber verdient, hängen bleibt. Ein weiterer Effekt von dieser Organisationsform per Plattform, diese Freiheit, die die Leute haben. Also wie gesagt, mein letztes Argument, diese Freiheit beinhaltet dann durchaus den Sachzwang für sie, eben gar nicht wählerisch zu sein, sondern halt die Aufträge anzunehmen, die ihnen angeboten werden. Eine weiterer Effekt dieser Beschäftigungsweise ist, dass die Unternehmer, gerade eben weil die Clickworker als selbstständige Dienstleister konkurrieren, von ziemlich vielen arbeitsrechtlichen Schranken befreit sind. Arbeitsschutz, Sozialversicherung, Kündigungsschutz und so weiter und so fort. Und darüber hinaus erfüllt diese Organisationsweise auch noch ein schönes Arbeitgeberideal. Nämlich die Arbeitskräfte sind völlig separiert voneinander. Sie arbeiten zwar alle dem gleichen Zweck zu, also ja, verstehen sich auch selber als Crowd, also oder als, ach Gott, ich habe vergessen, wie diese Plattformen schon wieder alle heißen. So bezeichnen sie sich selber. Ja, sie arbeiten alle einen Zweck zu, wenn sie diese Aufträge erfüllen. Nur was sie miteinander zu tun haben, ist erstmal nichts. Erstmal sind sie gegenüber eine anonyme Masse, eben von irgendwelchen Leuten, die irgendwo am Computer hocken. Es gibt durchaus ein Verhältnis, in das sie zueinander gestellt sind. Also über das Resultat ihrer Arbeit, das ist die Arbeitsorganisation, dieses eben diese Plattform oder die dahinterstehenden Auftraggeber vornehmen. Aber auch vorher, die Leute selber. Nämlich auch hier durch diesen von mir schon erwähnten Bewertungsalgorithmus lernen sie einander kennen. Nämlich, wie lange braucht jemand zur Ableistung von irgendwelchen Aufträgen? Da gibt es so eben Durchschnittskoeffizienten, die den Leuten eben abgezeigt wird und sie dann eben daran erinnert werden, dass sie ziemlich unter dem Durchschnitt liegen, natürlich mit der wohlmeinenden, fürsorglichen Art, damit verdienen sie doch sehr wenig Geld, weil, ja, also oder andere verdienen mehr. Aber da lernen sie ihre Kollegen als einen anonymen Durchschnitt kennen, der ihnen, ach Gott, entgegentritt, als eine Anforderung, an der sie sich mit ihrer, wie schnell sie eben die Sache da erledigen, entgegentritt. So ist es fast richtig zu sagen, ja, die sind eine Crowd, also eine Menge. Ja, so sind sie zusammengefasst. Aber in dem Sinne, dass sie sich austauschen, am Ende zusammentun und gemeinsam als Belegschaft schauen, dass sie bessere Konkurrenzbedingungen rausholen. Das ist erstmal durch die Art und Weise, wie das organisiert ist, erstmal ausgeschlossen. Schon hier mal ein kurzes Resümee. Das, was am wenigsten nach Klasse, nach Arbeiterklasse ausschaut,
erweist sich, also diese digitalen Plattformen mit ihren Selbstständigen, erweist sich als Methode, Arbeit und Entgelt so einzurichten, dass es den Bedürfnissen der Plattform, und das heißt den Bedürfnissen mit dem, dass sie diese Dienste vermitteln, dass sie dadurch Geld verdienen, dass sie die Leute so eben herrichten. Und gerade dieses Crowd- und Clickworking, das erscheint auf den zweiten Blick als die Erfüllung von einem Arbeitgeberideal, nämlich die Leute als perfekte Manövriermasse für die eigenen Anliegen herzurichten. Dafür, dass die eben nach Lohn und Leistung und dem, wie sie überhaupt beieinander sind, also das mit der Vereinzelung, zugerichtet sind auf den Zweck, ja möglichst viel Leistung aus denen, geldwerte Leistung aus ihnen herauszuholen. Das ist richtig wie eine Bestätigung von all dem, was ich gesagt habe. Dass es inzwischen als Errungenschaft gilt, wenn auf solchen Plattformen dieser Charakter von man ist selbstständiger Dienstleister verschwindet und das durch Festanstellungen, zwar befristete, aber Festanstellungen, verändert wird. Und da ist ein großes Beispiel dafür eben diese Fahrradkuriere, die auch erstmal in ihren Anfangszeiten eben als sogenannte Freelancer, Freerider und so weiter und so fort und was es da für Apps gab. Also diese Fahrradkuriere, die kennt man vor allem, wenn man was zu essen bestellt, dann kommen da irgendwelche Fahrradkuriere vorbei, die an das Essen vorbeibringen inzwischen. Und da galt es als große Errungenschaften, dass da sehr viele von diesen Plattformen sich umgestellt haben auf Festanstellungen. Das ist eben ein Dokument. Offenbar halten die Leute ihre Freiheit nicht gut aus. Und für sie ist es besser, eben wieder einen Chef zu haben, der sagt, wann sie anzutreten haben und so weiter und so fort. Und man weiß ja auch warum, weil sie haben ein festes Gehalt. Nur Zufriedenheit ist deswegen bei den Leuten längst nicht eingekehrt. Also erstens diesen Fahrradkurieren selber und zweitens auch bei den Journalisten, die immer kritisch auch drauf schauen und das feststellen, da gibt es prekäre Arbeitsverhältnisse. Auch da hören die Dokus nicht auf, also mit dem, dass jetzt da Festanstellungen sind. Wieso? Was ist da los? Auch wieder das Prinzip erläutert. Wieso? Warum ist das so? Warum geht es da schon wieder prekär zu? Ich wähle also auch hier wieder ein Beispiel mit diesen Fahrradkurieren. Da bezahlen die Lieferdienste den Leuten, je nachdem, was sie mit ihnen an Stundenzahl ausmachen, aber so als Mindestgrenze üblicherweise den Mindestlohn, also nur den Mindestlohn. Und der Grund dafür, dass sie die Leute halt so mies bezahlen, der liegt in dem Prinzip, der nicht nur den Fahrradkurierklitschen eigen ist, sondern überhaupt auch wieder in der Unternehmenswelt gilt. Nämlich
so wenig wie möglich bezahlen und so viel wie nötig, dass man halt die Dienste kriegt. Und da können sie eben, das bleibt analog ein bisschen von dieser, was ich bei der Plattformökonomie gesagt habe, aus einer großen Auswahl von Leuten sich eben bedienen und deswegen eben nur miese Löhne anbieten. Und gerade die Festanstellung ist dafür auch ein Hebel. Wieso das? Denkt man doch, nein, die Festanstellung nicht. Na, mit der Festanstellung erschließen sie sich nämlich auch wieder ein riesiges Arbeitskräftepotenzial. Nämlich das große Feld der Migranten, die einen festen Arbeitsvertrag brauchen, damit ihr Bleiberecht überhaupt verlängert wird. So haben diese Fahrradkurierdienste eben sich gerade auch durch die Form der Bezahlung ja neue Arbeitskräfte erschlossen, die erstmal die im Arbeitsmarkt verschlossen sind wegen arbeitsrechtlicher Regelungen, also wegen halt Ausländerrecht. So, und auf das Grundgehalt, das eben ungefähr der Mindestlohn ist, kommt dann noch ein Bonus und das ist je nachdem, erstens nach Betrieb, zweitens bei den Betrieben je nach Auftrag, wie weit der weg ist und so weiter. Machen die einen Aufschlag, einen Bonus, 2 bis 5 Euro pro Auftrag. Und damit, mit diesem Bonus, wird der Fahrradkurier, wird sein Interesse an einem Mehrverdienst zum Hebel, die Aufträge möglichst schnell zu erledigen. Ja, weil je mehr Aufträge er schafft, desto mehr kann er eben Boni verdienen. Und zugleich, auch das bleibt ja, weil das alles digital organisiert ist, also denen wird immer auf Smartphone mitgeteilt, wo sie jetzt als nächstes hin müssen, was sie da abholen und so weiter und so fort. Und die Restaurants oder andere Personen, die was zu liefern haben und sich melden bei diesen Plattformen, melden sich auch digital, wo was abzuholen ist und so weiter und so fort. Zugleich sorgt auch hier wieder ein Überwachungsalgorithmus dafür, dass den schnellsten Fahrern die lukrativsten Jobs angeboten werden. Ja, also es wird erstens das Interesse geweckt und zweitens ist es dann ja noch für die schnellsten Fahrer, also für die Fahrer überhaupt ein Sachzwang zu den schnellsten Fahrern zu gehören, damit man überhaupt an lukrative Jobs und an die lukrativeren Jobs kommt. Und so organisieren diese Betriebe mit all ihrer modernen Technik eine ordentliche Konkurrenz unter den Fahrern und sorgen mit dem Angebot an die Fahrer: Mensch, häng dich rein, dann kannst du mehr verdienen. Dafür, dass das Erledigen dieser Jobs unterm Strich ziemlich ruinös für die Leute ausfällt, die das zu erledigen haben. Gerade weil sich das Geschäft damit halt umso mehr lohnt. Insofern ist auch hier der digitale Fortschritt ein Beitrag dazu, dass die Unternehmen halt jetzt diese Fahrraddienste und Kurierdienste die Arbeit so organisieren können,
dass sie ein Maximum an geldwerter Leistung aus den Leuten herausholen können. Im Übrigen, dass das jetzt alles digital geht und die meisten von euch werden eh dran denken und sagen, naja, das kennen sie doch, also diese Techniken. Ja, das stimmt ja auch. Erfunden haben die dieses, dieses Leistungssystem nicht, sondern ja, das kennt man als Akkordarbeit, als Prämienarbeit und so weiter und so fort in gestandenen Betrieben. Und diese Prinzipien sind so alt, wie der Kapitalismus selber ist. Und kommen jetzt halt in diesem, da bieten diese neuen Techniken Handhaben dafür. Ich möchte noch einen Fall von diesen Plattformen beleuchten, weil das auch noch ein interessantes, eine interessante Erweiterung ist. Und ja, da gibt es ganz viel auch Unterschiedliches, aber ich will ja nicht alles durchgehen. Aber eins fand ich noch ganz interessant, nämlich durch dieses Vermittlungswesen im Internet, dieses Plattformwesen. Da werden auch immer mehr, das ist ja jetzt bei den Lieferdiensten ja schon der erste Fall davon, immer mehr selbstständige Dienstleister in eine Gewinnmacherei von diesen Plattformen, von diesen Vermittlern mit einbezogen. So wird das zum Beispiel, was es für die besseren Kreise schon immer gab, die Vermittlung von Dienstleistern wie Gouvernanten, Gärtner oder Chauffeuren. Ja. Und da gab es Vermittlungsagenturen, die damit nicht schlecht Geld verdient haben. Das wird demokratisiert und auf weiten Teilen der Bevölkerung zugänglich gemacht. Und auf Angebote wie Möbelschlepper, Renovierungsarbeiten, Malerarbeiten, professionelles Fotografieren und so weiter und so fort ausgedehnt. Damit wird das Geschäftsmodell mit diesen Vermittlungsdiensten verstetigt. Verstetigt in dem Sinn, weil das ja immer nur partiell gebraucht wird. So, immer nur für eine relativ kurze Zeit, ein Maler oder ein Babysitter oder was weiß ich. Verstetigt und eben auch vergrößert. Die Plattformen bieten sich dabei, den Leuten, die solche Arbeiten zu erledigen wollen, also Babysittern oder Leute, die sagen, ich Wohnungen renovieren, jawohl, das mache ich und so weiter und so fort, Möbel schleppen, her damit. Bieten sie an, schaut mal, kommt auf meine Plattform, dann erschließe ich euch einen viel weiteren Kundenkreis. Das stellt das schwarze Brett in der Mensa oder was weiß ich, was es da früher gab, halt total in den Schatten. Und im Maße ihrer Durchgesetztheit als Marktplatz für solche Dienstleistungen werden dann solche Plattformen für die Anbieter dieser Dienstleistungen, also das Erledigen, also das Möbelschleppen und so weiter, immer unentbehrlicher. Dann muss man auch auf ihnen präsent sein, weil da sich halt die ganzen Nachfrager rumtummeln. Sonst kommt man an keine Aufträge oder nur an wenige. Und die Attraktivität dieser Plattformen, die lebt wiederum
davon, dass erstens bei Ihnen die Dienstleistungen billiger zu kriegen sind als bei anderen. Ihr kennt das ja von euch selber. Kennt ihr doch. Ihr schaut doch selber danach, also wo es am billigsten zu haben ist. Und zweitens natürlich, dass der Auftrag auch ordentlich erfüllt ist. Für Letzteres sorgt ein plattformeigenes Bewertungssystem, wo eben dann die Kunden eingespannt werden dafür, dass sie eben ihre Zufriedenheit mit der Leistung, die da abgeliefert worden ist, dokumentieren. Und dieses Bewertungssystem entscheidet dann wiederum bei künftigen Aufträgen über die Listung derjenigen, die sich da als, ja, ich will den Auftrag annehmen, wie die da überhaupt gelistet sind, also in welcher Reihenfolge die kommen. Wer da schlecht abschneidet, ist unter ferner Liefen, wird aussortiert. Und für die Billigkeit sorgt, ja, das muss ich jetzt nicht mehr ausführlich wiederholen, das ist ja auch das Umgekehrte. Nicht nur durch die Plattform wird sich ein größerer Kundenkreis erschlossen, sondern es ist ja auch umgekehrt, da tummeln sich ja dann auch mehr Anbieter von der gleichen Dienstleistung. Also, das ist eine Konkurrenz, die erstens halt unter die Anbieter mittels der Plattform gestellt sind. Und zweitens eben die Konkurrenz um eine gute Bewertung. Weil auch da ist es so, dass in diese Bewertung durch den Algorithmus mit eingeht, welche Aufträge man ausschlägt. Ja? So nimmt auch hier, also durch diese doppelte Konkurrenz, jetzt untereinander und dann im Verhältnis zu dem, wie schneidet man bei den Bewertungen ab und den verschiedenen Parametern, entsteht auch hier wieder die Nötigung, also aus der Freiheit, ich kann mir die Jobs raussuchen. Ich bin nicht in einer Malerklitsche angestellt, der eben nach einem Malermeister und nach dessen, halt dann hingeschickt wird, wo der sagt und antreten muss, wann er das sagt und so weiter und so fort. Sorgt auch hier wieder dafür, ja, man kann schon Aufträge ablehnen, aber man muss sich das gut überlegen. Auch da entsteht wieder der Sachzwang und die Nötigung, Aufträge eben anzunehmen, auch wenn man sie gar nicht für so lukrativ hält und wenn das überhaupt nicht in die eigene Zeitplanung hineinpasst. Also die Nötigung, sich doch wieder nach der Arbeitszeit, die einem durch die Plattform und durch das, was man da an Aufträgen ergattern kann, sich halt dementsprechend einzurichten. Und herauskommt am Ende eben im Maße dessen, wie diese Plattformen immer beliebter werden. Eine verallgemeinerte Konkurrenz der Arbeitsanbieter, die auch hier, also der Dienste von Anbieter von Diensten, die auch hier wieder ruinös wird, sodass schon manche gestandene Handwerksbetriebe mit Schildern aufgefallen sind,
hört endlich auf mit diesem ruinösen Preisdumping. Wir halten das nicht mehr aus. Nur, das ist überhaupt die Art und Weise, dass, also wie diese Leute da in Konkurrenz zueinander gestellt werden, wie sie umso lukrativer für die Plattformen sind. Wie gesagt, ihre Attraktivität lebt davon. Und dadurch verdienen sie halt immer mehr Geld an ihren Vermittlungsdiensten. Und so erweisen sich auch Leute, die, wo man erstmal sagen, die wirklich erstmal auch im, wo man denkt, was hat ein Babysitter mit Kapitalismus zu tun? Also mit einem kapitalistischen Verwertungsprozess. Der tut irgendwelchen Leuten, ja, vielleicht die deswegen ihr Babysitten lassen, weil sie in einem Verwertungsprozess eingespannt sind als Arbeitskräfte. Aber was hat denn da der Babysitter damit zu tun? Denkt man erstmal nichts. Aber so werden auch die erschlossen für den Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen. Und erweisen sich so eben als abhängige Variable, auch wenn sie formell selbstständig sind, von einem Geschäftsmodell, das voll auf ihre Kosten geht. Ja, und die Konkurrenz unter sie anstachelt, weil sie die eben auch ausnutzen können. Das war es eigentlich, was ich zu dieser Plattformökonomie sagen wollte. Ich weiß, in der Werbung, und es gibt, die gibt es auch. Ja, die gibt's. Das ist nicht zu leugnen. Ganz andere Freelancer, wo in der Werbung geworben wird, Arbeit unter Palmen. Die gibt's. Kopfarbeiter, die Softwareentwickler. Soll man nicht leugnen. Ja, auch das gibt's. Ob die immer unter Palmen arbeiten, möchte ich bezweifeln. Da werden wir im zweiten Teil, den die Susanne gleich machen wird, jetzt nicht als eine digitale Arbeitsform drauf zurückkommen, aber da wollen wir ein paar Takte zu denen, ja, wo man denkt, das sind doch die wirklich die guten Berufe, Entwickler, Ingenieur und so weiter, die mit der Arbeiterklasse doch nichts mehr zu tun haben, da wollen wir dir ein paar Takte drüber reden. Da geht es dann nicht speziell darum, wie das über diese Plattform vermittelt ist. Vorher möchte ich aber noch eine Bemerkung noch zum Niedriglohnsektor machen. Nämlich beim Niedriglohnsektor, das ist ganz klar prekär, wird gesagt. Aber auch da, Arbeiterklasse, sagt da auch so schnell keiner. Ist ja auch klar, wenn man sich, da wird gesagt, schaut mal, das sind doch Kassiererinnen und Kassierer, dann der Friseurberuf ist drunter, Küchenhilfen, Putzkräfte, Kellner. Was hat denn das alles mit einer Arbeiterklasse zu tun? Und Niedriglohnsektor sagt ja schon eins, da wird der Mindestlohn oder halt ein bisschen mehr gezahlt. Ja. Und warum das so ist, das folgt haargenau den Prinzipien, die ich die ganze Zeit jetzt schon erläutert habe. Das spare ich mir, erläutere ich nicht nochmal. Ja, dass da eine Konkurrenz veranstaltet wird, die ausgenutzt wird und so weiter und so fort. Worauf ich aber hinweisen möchte, ist auf einen Umstand, nämlich wie da die Konkurrenz angestachelt wird in diesem Niedriglohnsektor. Nur auf einen Moment. Nämlich das Auffällige bei diesen Berufen, die ich vorher genannt habe, ist, dass es die in verschiedenen Portionen gibt. Als Mini-Ausgabe, als MIDI-Ausgabe und als Volljob. Ja, also Mini-Jobs, MIDI-Jobs und Vollzeit-Jobs und
am Ende auch noch als Teilzeitjob mit den verschiedensten Ausformungen. Und daher kommt es als ein Angebot an Leute, ja, auch Leute, die nicht den ganzen Tag arbeiten wollen oder das auch nicht können, weil sie es entweder gar nicht brauchen und nur einen Zuverdienst suchen, zur Rente, zum Studium oder zu ihrem Vollzeitjob. Oder weil sie hauptsächlich sich um den Haushalt kümmern. Da kommt es als Angebot daher, ja, auch für, ach Gott, 5 Stunden, 10 Stunden in der Woche kannst du Geld verdienen. Und ja, für solche Leute ist es ja auch ein Angebot. Aber warum gibt es dieses Angebot? Die Arbeitgeber verschaffen sich da eben Zugriff auf Leute, die eben nicht die ganze Zeit ihnen zur Verfügung stehen können oder wollen. Indem sie eben den Job stückeln, also zeitlich jetzt stückeln. Und damit auf zusätzliches, zusätzliche Arbeitskräfte. Studenten, Mütter, Väter, Rentner. Ja. Und eben sogar Arbeitnehmer. Und mit diesem Zugriff verschärfen sie die Konkurrenz um die Jobs, die sie anzubieten haben. Und damit haben sie nicht nur einen Hebel in der Hand, den Lohn zu drücken, also indem sie halt mehr Arbeitskräfte oder so weiter zur Verfügung haben, sondern verschaffen sich durch befristete Arbeitsverträge die Freiheit und Flexibilität, Arbeitskräfte nur in den Zeiten und nur so lange anzustellen, wie es eben unbedingt für ihre Geschäftsrechnung nötig ist. Weil die verschärfte Konkurrenz sorgt schon dafür, dass man wieder Arbeitskräfte kriegt, wenn man wieder welche braucht, weil man die anderen entlassen hat und es wieder Spitzen gibt. Also auch so, und nur das wollte ich noch zu diesem Segment, der wirklich inzwischen ein Fünftel der Erwerbstätigen in Deutschland betrifft, sagen. Also wie auch da die Art und Weise, die Beschäftigung einzurichten, ist die Leute mit ihrem Interesse halt an, jetzt in dem Fall an einem Zuverdienst, zu packen und damit die Konkurrenz zwischen den, den Leuten, die eben auf eine Arbeit angewiesen sind oder die eine haben wollen, zu verschärfen und damit den Lohn zu drücken und sie für die eigenen Geschäftsbedürfnisse herzurichten. Also auch da, wenn man sich's mal durchdenkt, erweist sich die Organisation der Arbeit als eine abhängige Variable und rein als eine abhängige Variable der Kalkulationen der Arbeitgeber und damit überhaupt die Leute in dem, was sie an Geld kriegen und was sie eben für das Geld zu leisten haben. Gut, also ich wäre jetzt für meinen Teil soweit fertig und entweder habt ihr jetzt Nachfragen oder Einwände. Ansonsten täten wir dann noch was, ein paar Gedanken, Überlegungen zur Büroarbeit zum Besten geben. Ich wollte kurz eine Sache fragen, ob ich es richtig verstanden habe.
beim letzten Punkt war das die Verschärfung der Konkurrenz darüber, dass jetzt die Vollzeitkellner, also dass die Vollzeitkellner auch im Verhältnis zu denen stehen, die solche, die Jobs nur unter der Bedingung annehmen, dass sie da 10 Stunden arbeiten können, weil die, okay. Was war die Frage? Ja, ich wollte nur, also die Verschärfung der Konkurrenz nochmal kurz, ob das der Witz war oder auch der Gesichtspunkt. Das ist ja auch noch so eine Sache, dass wenn es nur ein Zuverdienst ist, dann schaut man auch nicht so genau darauf, wie viel man da wirklich verdient, weil das muss ja auch nicht für ein ganzes Leben leisten. Das wäre nur eine Ergänzung. Ja, die, ich finde es richtig, also die Ergänzung. Du verweist darauf, dass gerade, also denk dir bei den Kellnern, weil dann gibt es halt, was weiß ich, arbeitet da halt der eine einen Tag, der nächste den anderen und so weiter und so fort. Und was du sagst, das ist noch, das habe ich mir erspart, aber ich meine, das ist ein richtiges Argument, was da auch zum Hebel wird. Gerade das Zuverdienst sein, also wenn es denn das ist bei diesen Minijobs, ja, das wird gerade zum Hebel der Preisdrückerei, weil da gibt es eben Leute, die den Verdienst gar nicht so kalkulieren müssen, wie du jetzt auch betont hast, dass man davon leben muss. Das ist halt ein Zuverdienst. Im Unterschied zu den Vollzeitkräften, aber die müssen sich jetzt an dem Niveau messen lassen. Also dann, okay, dann mache ich jetzt weiter und sage ein paar Gedanken zu den Tätigkeiten, die mal im Gegensatz zu diesen prekären Beschäftigungen als echt ordentlicher Erwerb gelten. Also ich denke an sowas, Jobs, wo man eine reguläre Vollzeitbeschäftigung hat mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, eingeschlossener Sozialversicherung, am Ende sogar mit einem richtigen Tarifvertrag und regelmäßigen Lohnerhöhungen. Und das könnte man ja auch bei der Fabrikarbeit machen, das trifft auf die ja auch zu. Ich habe mir aber gedacht, ich suche mir als Sphäre jetzt mal die Büroarbeit aus, ja gerade wegen dem Anlegen mit dem Gedanken, dass es einen Standpunkt gibt, der sagt, ja das ist doch altbacken, es gibt's doch nicht mehr. Und gerade beim Büro ja die Vorstellung ist, dass das nicht nur ein ordentlicher Beruf ist, sondern dass es auch ein guter Beruf ist. Ein guter Beruf in dem Sinn, dass er sich von den ganzen Niederungen der Proletenarbeit in der Fabrik abhebt. Weil man sich da nicht körperlich anstrengen muss, weil man da nicht nach einem Jahrzehnt als verschlissene Kreatur dasteht, sondern im Gegenteil in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre sein darf, man sich gut anziehen kann und dann auch noch eine Arbeit macht, die mit dem Kopf abzuwickeln ist, also was Geistiges, ja. Und heute kommt bei den Berufen ja dann auch noch dazu, dass es da lauter Hilfsmittel gibt, die diese Arbeit noch viel leichter und schneller vonstatten gehen lassen, also die sie viel produktiver machen. Computer ist Selbstverständlichkeit und es gibt immer neue Software, die den Arbeitsprozess in der Verwaltung und in der Organisation von Betrieben und auch von staatlicher Seite immer mehr verschnellert und damit produktiver macht. Wenn man da die Arbeitnehmerseite anguckt, muss man natürlich feststellen, dass das für die schon einige unangenehme Seiten einschließt. Bei allem Lob von der schönen Büroarbeit nehme ich als erstes mal, dass ja heutzutage das Schlagwort des lebenslangen Lernen existiert und man kann sagen, das gilt für die Büroarbeit sowieso, weil mit der Entwicklung von den IT-Programmen klar ist,
dass mit jeder neuen Version die Arbeitskraft sich in einen neuen IT-Prozess einarbeiten muss. Außerdem werden bei diesen Tätigkeiten immer mehr standardisierte, vom Computer, vom Programm vorgegebene Formulare eingesetzt, die dann eben der am Computer Tätige ausfüllen muss. Und damit die quasi die Variabilität, was da zu tun ist, ziemlich eingegrenzt wird auf Kurzverarbeitung von irgendwelchen Datensätzen. Heißt also, die Büroarbeit wird eintönig. Und das sind jetzt alle Sachen, damit mache ich keine Aufdeckung. Ja? Da kann zum Beispiel die Hans-Böckler-Stiftung dazu schreiben, wenn sie solche Resultate festhält, dass eben diese Büroarbeit insgesamt gesehen immer produktiver wird, aber für die Angestellten die Arbeitsbedingungen immer belastender wegen Eintönigkeit, auch wegen Stress. Dann mit dem Wunsch schließt, mit dem ziemlich frommen, der heißt, ja, man müsste dann bei zukünftiger Entwicklung darauf achten, dass sich die gesellschaftliche Orientierung darauf richtet, dass man den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellt, wenn man Digitalisierung macht. Gut, es ist so eine Vorstellung von, naja, das sind lauter Resultate eingetreten, die nicht erwünscht waren, die man irgendwie auch vermeiden könnte. Da möchte ich eigentlich was anders sagen, dass diese ganzen Resultate nicht vermeidbar sind in dem Sinne, dass sie nämlich genau zielstrebig bezweckt sind. Dass das, wie diese moderne Arbeit nach ihren unschönen Zeiten heute ausschaut, zweckmäßig angerichtet worden ist. Und dass der Grund dafür drin liegt, in dem Interesse, warum es die Unternehmer, die Betriebsherren eingeführt haben. Das ist nämlich so, dass, wenn man sagt, für wen ist es ein Hilfsmittel, die moderne Technik für die Betriebsherren klar und eindeutig ein Hilfsmittel ist und sonst nichts. Weil sie nämlich damit auch das, was sie in der Fabrik schon immer gemacht haben, eine Überprüfung der Leistungserbringung, also durch Akkordarbeit, durch von den Maschinen vorgegebenen Takte, inzwischen auch mit den Softwareprogrammen ein Mittel in die Hand bekommen haben, dass die Leistungserbringung von ihren Schreibtischarbeitern zu überwachen ist. Und zum Zweiten wird diese Büroarbeit, die ja erstmal darin bestanden hat, immer, dass man Schriftstücke hat, dass man Akten hat, dass man eine Buchführung zum Beispiel machen muss, dass Lohnabrechnungen gemacht werden, dass da die Angestellten sich, weil es eine eigenständige Arbeit ist, mehr oder weniger jeder einen kleinen individuellen Weg sucht. Und für die Unternehmensseite die Sache von, da gibt es doch individuelle Wege, wie man was abwickelt, gleich klimmt nach, das sind doch Freiräume. Da gibt es doch Freiräume, am Ende macht es einer viel effizienter als der andere, dann ist es doch ein ganz unnötiger Freiraum, den der sich nimmt mit seinem Arbeitsweg, der nicht so schnell ist. Und das dann eben angegangen wird, als das sind doch Arbeitslücken, die muss man doch unbedingt zumachen. Und das alles, das kann die neue Bürosoftware gut. Das geht nämlich erstmal los, wenn man Computerprogramme mit Software hat, dass da alles dokumentiert wird, was die Arbeitskraft tut. Also nicht nur in der Form, die leistet ihre Arbeit ab, sondern die kann dokumentieren, zu welcher Zeit hat sie begonnen, wann ist sie fertig damit gewesen, am Ende sind auch noch Fehler vermerkt. Darüber kann man Optimierungsprozesse einleiten. Da gibt es solche Absurditäten wie, dass in Callcentern die Zeigerbewegungen von den Cursern nachvollzogen werden, um den allerschnellsten Arbeitsweg rauszufinden, wie man bei einer Kundenanfrage, zum Beispiel Störungsanfrage bei der Telekom, am schnellsten fertig wird mit der Kundenabfrage, also mit der Kundenbearbeitung.
Das wird dann in der modernen Software standardisiert, was sich herausgestellt hat. Das ist der effizienteste Weg für eine einzelne Arbeitsaufgabe und in der Software als der Weg, wie er zu gehen ist, verallgemeinert. Vielleicht, dass er noch ein bisschen eine bessere Vorstellung kriegt, lese ich euch mal ein Zitat vor. Das stammt auch von der Hans-Böckler-Stiftung aus einer Untersuchung zur Arbeit, die heißt Lean und Agil im Büro, kann man im Internet nachschauen, und die schreiben Folgendes. Digitale Workflows und Prozesse bestimmen den Arbeitsablauf, geben die einzelnen Arbeitsschritte oftmals minutiös vor und strukturieren die Arbeitsteilung und die Zusammenarbeit mit Kollegen entlang der Wertschöpfungskette. Der digitalisierte Arbeitsgegenstand fließt so von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt wie an einem digitalen Fließband. Der Takt wird von modernen Ticketsystemen vorgegeben, die den einzelnen Beschäftigten kontinuierlich mit Arbeit versorgen. Die individuellen Handlungsspielräume werden dabei immer kleiner. Die einzelnen Prozessschritte sind in die IT-Systeme regelrecht eingeschrieben und lassen ein Arbeiten am Prozess vorbei kaum noch zu. Und da meine ich sehr interessant, dass die einen Vergleich machen, also mit dem digitalen Fließband, da vergleichen sie es ja mit dem Fließband in der industriellen Produktion, weil das ist genau die passende Vergleichsgröße. Denn mit dieser modernen Software-Einführung, auch für die Kopfarbeit, wird an dieser Büroarbeit was vollzogen, was in der Industriearbeit ja längst schon Standard ist. Und jetzt kann man eben auch im Büro mit Software die Ansprüche, die das Unternehmen stellt, an das, was es an der bezahlten Arbeit rausholen will, also wie es sicherstellt, dass die wirklich rentabel ist, dass es sich lohnt, dass die da sitzen, heißt, dass sie die Leistung erbringen in einem ausreichendem Umfang, dass diese Leistungsanforderung jetzt nicht einfach als formulierter Anspruch existiert, sondern wie in der Produktion mit den Maschinen, dass auch im Büro in der Software mit den Ticketsystemen, mit der Überprüfung vorgegeben ist als ein quasi technischer Sachzwang. Da werden jetzt auch die Angestellten wie am Fließband zu den Erfüllungsgehilfen mit diesen Formularmasken, mit diesen Teilarbeitsschritten, die sie bekommen, in immer neuen, also Sachen, die sie ausfüllen müssen, werden die auch zum Anhängsel von so einer automatisierten Technik. Die besteht dann oft genug nur noch in dem wieder was Vergleichbares wie mit der Plattformökonomie in ziemlich stupiden Tätigkeiten, also Ausfüllen von Lücken in vorgegebenen Datensätzen. Da habe ich in dieser Böckler-Stiftung ein schönes Zitat gelesen, da sagt ein Beschäftigter, der befragt worden ist, ja, wir arbeiten nur noch mit Zahlen. Also das heißt dann, für manche sieht dann die Büroarbeit so aus, dass sie in irgendeinem Formular, was immer der macht, entweder Wareneinkauf, Warenverkauf, Personalbetreuung, Zahlenschlüssel eingeben an die richtige Stelle. Einen nach den anderen und das den ganzen Tag lang. Es ist einerseits ja schon mal eine ziemliche Zumutung an den Geist, weil man den ganzen Tag die Konzentration auf was absolut Eintöniges richten muss. Und jetzt ist es zweitens dann mit diesen Ticketsystemen, die den Angestellten kontinuierlich mit immer weiteren Aufträgen versorgen, die er abzuarbeiten hat. Ja, also wie eine Schlange, die er in seinem Computerprogramm hat, wo eins nach dem anderen drankommt. Dass der da auf Leistungserbringung in Schnelligkeit festgelegt wird. Die wird von der Software vorgegeben und die wird von der Software gemessen. Und damit ist für die Unternehmensseite, es ist die ganze andere Seite und die, auf die es ankommt, bei dieser ganzen
ganzen Degradierung der Arbeiter, der Büroarbeit zu so einem Lückenbüßer in dem Softwareprozess. Darauf ankommt es für die Unternehmensseite, dass das sichergestellt ist, dass in jeder Arbeitsminute auch wirklich die Arbeitsleistung, die maximale, abgerufen wird, die man abrufen kann. Und es wird gemacht, weil es fürs Kapital nach zwei Seiten einen Nutzen hat. Nämlich erstens ist es die Leistungssteigerung, was ja dann heißt, dass aus der Arbeit, die von den Unternehmen bezahlt wird, mehr rausgeholt wird. Ohne, dass man Lohnkosten erhöhen muss. Also die haben mehr Ertrag. Da gibt es dann Firmen, die können halt mehr Aufträge abarbeiten mit denselben Sachbearbeitern. Ohne dass sie eine Lohnkost mehr zahlen müssen, weil sie ihre Sachbearbeiter auf schnelleres Arbeiten festgelegt haben. Und nach der anderen Seite, weil das eine Vereinfachung ist, braucht man dann nicht mehr unbedingt einen gelernten Bürokaufmann oder Industriekaufmann, sondern dann tun es auch irgendwelche Sachbearbeiter, die man sich aus sonstigen Berufen holt und in einem Kurzlehrgang von 6 bis 8 Wochen anlernt. Was dann heißt, dass die Arbeitskräfte austauschbarer werden und einer größeren Konkurrenz stehen und das zu ihrer Verbilligung beiträgt. Naja, und so verbessert dann eben diese Effektivierung der Bürotätigkeit das Verhältnis, auf das es das Unternehmen ankommt, nämlich auf das Verhältnis zwischen den Lohnkosten, die in seinem Betrieb anfallen, und dem Geldüberschuss, der die Zwecksetzung ist. Und weil die Unternehmen diese Effektivierung überhaupt nur initiieren, um sich Bezahlung vom Hals zu schaffen, heißt es dann natürlich, dass auf der einen Seite viele entlassen werden, deren Lohnkost gespart werden kann, und auf der anderen Seite die Arbeit für diejenigen, die noch bleiben dürfen, erstmal überhaupt nicht kürzer, aber das ist ja schon wieder eine Banalität, wenn ich das sage, das ist ja wohl völlig klar, sondern dann eben auch in ordentlichem Umfang Überarbeit und Überstunden mit einschließt, weil in diese rationalisierte und verdichtete Büroarbeit alles, was Sonder und Extra ist und dazukommt oder was Arbeitsausfall von kranken Kollegen ist, die man kompensieren muss, überhaupt nicht in normale Arbeitszeiten reinzubringen ist und deshalb extra erledigt werden muss. Jetzt spreche ich noch einen anderen Punkt an, der betrifft jetzt nicht direkt Methoden der Effizienzsteigerung der Arbeit und was das aus der Arbeit macht, auf der Seite der Arbeiter, und was es wieder für eine schöne Seite des Kapitals hat. Ich spreche jetzt mal einen Punkt noch an, der auf dem Vordergrund ganz viel Beifall gefunden hat unter den Beschäftigten, nämlich die Einführung vom Homeoffice. Also wo doch gesagt wird, dass Corona passiert ist, das war für viele Beschäftigten ein echter Segen, weil vorher haben die Arbeitgeber das nicht erlaubt, aber inzwischen ist es Standard, dass das Angebot existiert, man kann als Bürokraft von zu Hause aus arbeiten. Dann spart man sich den Arbeitsweg, der ja nicht bezahlt wird, hat mehr Zeit am Tag und kann ansonsten auch mit flexibler Arbeit, die man dann auch zu Hause für sich eingeteilter verrichten kann, sich mit den Notwendigkeiten, die das Leben halt sonst noch bietet, mit Kinder in die Kita bringen und einkaufen gehen, kann man das viel besser hinkriegen. Und das ist doch mal echt ein Fall davon, dass man als Arbeitnehmer ein richtiges Stück Arbeitssouveränität gewinnt. Und da möchte ich dagegen setzen, das, was die sagen, wo sie Arbeitszeitsouveränität gewinnen. Die ganzen Auskünfte, was die sagen, was gut sind, sind der Beweis, dass es das glatte Gegenteil ist, was sie da praktizieren. Dass die nämlich in puncto Arbeitszeitsouveränität überhaupt nichts in der Hand haben. Geht ja schon los bei der Sache mit dem Arbeitsweg. Klar, den sparen sie sich. Aber man merkt doch daran auch, der Arbeitsweg gehört zwar für die Beschäftigten zur Arbeit dazu, wenn sie in die
Büros gehen müssen. Aber bezahlt wird er natürlich nicht, weil die Arbeitszeitsouveränität da auf den Seiten der Unternehmen liegt und die das, was unnötig ist, für die Arbeit, die sie ableisten lassen, nämlich den Arbeitsweg, der gehört da einfach schlicht und ergreifend nicht dazu. Der fällt in die Zuständigkeit des Beschäftigten und ist natürlich deshalb keine Arbeitszeit. Und die zweite Seite, die Sache mit, da kann ich doch jetzt endlich mal den Tagesablauf ein bisschen entspannter strukturieren als Arbeitskraft, ist doch auch der Beleg dafür, dass das Zusammengehen von einer Vollzeitbeschäftigung wegen dem Zeitumfang, die die schon mal am Tag einnimmt, wegen den 8 Stunden, die das ist, dass damit die Notwendigkeiten, die man mit der Familie hat, die man mit sich selber hat, mit Waschen, Kochen und Dach, was es da alles gibt, dass das eigentlich sowieso nicht zusammengeht, dass das notwendig nicht zusammengibt und Friktionen geben muss. Und überhaupt nur unter einen Hut zu bringen ist, wenn ja, man Absprüche macht und im Privatleben halt das eine oder das andere unter den Tisch fällt. Ansonsten käme man nicht auf die Idee zu sagen, das Homeoffice ist so eine gute Gelegenheit, weil da kann ich jetzt das Abholen vom Kind in der Kita noch in die Mittagspause reinpressen. Gut, und auf der anderen Seite, die Arbeitszeitsouveränität, die haben die Arbeitgeber. Die haben nämlich den Vorteil vom Homeoffice, dass sie sich einerseits einen Teil ihrer Büroarbeitsflächen sparen können, weil ja im Homeoffice gearbeitet wird, was zur Kostensenkung beiträgt, und andererseits auf die Arbeitskraft ihres Arbeitnehmers einen viel umfassenderen Zugriff haben. Wenn der Computer zu Hause steht und das Betriebshandy auch von zu Hause aus betätigt wird, ja, da ist auch der Übergang dahin, dass im Feierabend, weil ja auch der Arbeitstag dann nicht mehr drin besteht, man ist von 8 bis 5 Uhr da. Ja, dann kann man den Arbeitnehmer auch am Abend noch anrufen und sagen, ja, jetzt mach mal noch folgende Kundenanfrage, die ist ganz dringend. Also insofern ist das mit dem wirklichen Gehalt der Arbeitszeitsouveränität so, dass die für die Unternehmen anfällt, in dem, wie sie sich da ihre Arbeitskräfte dienstbar machen, Anforderungen stellen, und für die Arbeitskräfte, das letztlich heißt, dass sie ständig erreichbar sind und ihre Wochenarbeitszeit verlängern und auch das Zeitfenster am Tag, wo sie angespannt werden. Ja, man merkt also, was für ein Geist da auch die Welt der doch angeblich so guten Bürotätigkeiten beherrscht. Das ist nämlich da auch das Prinzip der Arbeit, genauso wie in allen anderen Jobs lautet, dass für das Unternehmen so viel Arbeitszeit wie möglich in so wenig, oh Quatsch, das, ich muss den Satz nochmal sagen, dass das Prinzip der Arbeit da wie überall anders lautet, dass für das Unternehmen so viel Leistung in so wenig bezahlter Arbeitszeit wie möglich abzuleisten ist. Und dann hat eben für diese Büroangestellten, die inzwischen auch nichts anderes sind als Anhängsel von einer vorgegebenen Technik, die Arbeit eben keinen Zweck mehr, Eintippen von Zahlen, sondern nur noch die Dauer, die da drin besteht, dass sie die vorgegebenen Anforderungen in der geforderten Zeit ableisten müssen. Ich wäre jetzt mit den sozusagen mittleren Bürotätigkeiten fertig und würde gleich noch, das ist jetzt aber dann wirklich relativ kurz nochmal, was sagen zu der echten Premium-Abteilung Forschung und Entwicklung. Also die Ingenieursarbeiten, die Wissenschaftlerarbeiten, Leute, die hochqualifiziert sind mit Studien, Abschlüssen, Promotionen und sich mit interessanten Beschäftigungen
befassen dürfen, nämlich Neues herstellen, neue Computerprogramme entwickeln zum Beispiel, neue Arzneimittel entwickeln, tolle Bauwerke, Architektieren. Also alles klingt doch eigentlich erstmal toll. Und das Selbstverständnis von diesen Wissenschaftlern und Entwicklern ist ja auch, dass sie mit ihrer geistigen Arbeit ihren Geist ausleben können und ihre Kreativität gefragt ist. Also dass es auf sie und ihr individuelles Können da ankommt, mit dem sie sich auch vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch noch selber verwirklichen können. Und da erstmal ein Punkt dazu. Es stimmt ja, dass Kreativität und Geschick gefragt wird in der Forschung, in der Entwicklung. Und der Geist in ganz besonders spezialisierter Weise gefragt ist. Aber eines steht trotzdem bei diesen Berufen auch von vornherein fest. Nämlich das, was eigentlich der Inhalt ihrer Tätigkeit ist. Also für was sie ihre ganze Innovationskraft einsetzen. Das dürfen die sich nicht für sich aus ausdenken. Das ist ihnen doch vorgegeben von den Arbeitgebern, von den Projektauftraggebern. Die haben Problemstellungen. Und die Problemstellungen, die haben es zum Teil und wahrscheinlich zum allergrößten Teil in sich. Kann man sich ja mal überlegen. Hört man heute so, dass modernes Bauen eine Herausforderung ist in den Städten. Also wo viel Grips reingesteckt werden muss, dass man das trotzdem auf die Reihe kriegt. Warum? Weil das Bauen so teuer ist und man endlich Wohnungen bauen muss für die ganzen Leute, die wenig verdienen und sich den Wohnraum nicht leisten können. Und da ist der Erfindergeist gefragt und herausgefordert mit der Aufgabenstellung, konstruier mal Wohnungen, die das, was sie in der Stadt eigentlich gar nicht sein können, nämlich bezahlbar, wie man das trotzdem hinkriegt. Naja, und dann kann man auf kreative Ideen kommen, wie man Tiefgaragen bebaut in Ständerbauweise mit Weglassen von Dämmmaterialien oder vorgefertigten Wänden oder billigeren Materialien oder was. Lauter Sachen, die auf Einsparungen gehen zum Beispiel. Und man sagen muss ja, also wohnen will man wahrscheinlich da letztlich nimmer drin. Oder wenn man dran denkt, was Maschinenkonstrukteure machen. Klar, die sollen eine neue, schöne Produktionsmittel herstellen für zum Beispiel die Herstellung eines Kraftfahrzeugs. Was ist denn das Kriterium dafür? Soll erst einmal hinterher irgendwie dieses geile Produkt rauskommen? Aber was doch mal das allerwichtigste Kriterium für die Konstruktion der Maschine ist, der sich der Entwickler gemäß machen muss in seinem Auftrag. Dass mit dem Einsatz der Maschine hinterher mehr bezahlte Arbeit eingespart wird, als die Maschine kostet. Also mit den Dingern will ich sagen, die haben Aufträge, an denen sie sich abarbeiten müssen. Und da ist es dem freien Geist nicht erlaubt, sich überhaupt nur distanziert dazu zu stellen oder am Ende da was kritisch zu hinterfragen. Sondern von denen ist abverlangt, dass sie sich genau diesen Zwecken unterwerfen und sie wie abverlangt erfüllen. Also dass die schöne Kreativität und Freiheit im Denken total damit zusammengeht, sich den Imperativen der kapitalistischen Auftraggeber unterzuordnen. Okay, noch ein Punkt zu der Frage der Arbeitsorganisation. Weil jetzt war das ja ein inhaltlicher Punkt, wo man sagt, na, mit dem, was sie tun, sind die auch untergeordnet. Wir haben die sich auch zu subsumieren, Zwecken, die über ihnen stehen. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, aber in den Arbeitsformen, wie sie das dann machen, bei der echt qualifizierten Kopfarbeit, da kann man ja wirklich mit Automatisierung nichts machen. Stimmt ja auch.
Und da hat sich das unternehmerische Interesse, das immer auf die Steigerung des Profits gerichtet ist, auch was ausgedacht. Das ist eine Methode, die heißt agile Arbeit. Ist eine Methode, wie man bei Großprojekten, die für die Unternehmen immer ein Problem sind, weil da oft viel Entwicklungsarbeit in einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren drinsteckt und es sich am Schluss rausstellen kann, es ist nichts rausgekommen oder das Projekt verzögert sich um weitere 3 Jahre. Dass das angegangen wird in der Form, dass den Entwicklern erstmal die Auflage gemacht wird, man muss in Teams zusammenarbeiten, die voll offen strukturiert sind, wo jedes Teammitglied weiß, was das andere tut, wo jeden Tag überprüft wird, was die Teammitglieder gearbeitet haben, wo die Probleme liegen, wo also die Selbstverantwortung des Teams methodisch rausgekitzelt wird. Und was zweitens standardisierte Prozesse zur Auflage macht für die Entwickler. Standardisierte Prozesse, die sicherstellen sollen, dass wirklich eine Steigerung der Effizienz rauskommt. Dass das mit dem nach 2 Jahren weiß man nicht, was rauskommt, vorbei ist. Das geht so, dass da den Entwicklern aufgetragen wird, dass sie schon vorab über einen 2-Jahres-Zeitraum, wo dann das Projektende sein soll, festlegen sollen, wie das Entwicklungsprojekt zu konstruieren ist, wie das dann durchgeplant wird, dass es dann aufgeteilt wird in einzelne Arbeitsschritte und die Entwickler selber Zwischenziele definieren, die dann auch eingehalten werden müssen. Kann man sagen, einerseits ein ziemlicher Wahnsinn, weil wenn man sagt, doch Entwicklungsarbeit, da weiß man doch gar nicht, was rauskommt, also da muss doch was erst erforscht werden und gemacht werden. Weiß man da eigentlich den Arbeitsumfang vorher? Völlig egal, das ist die Aufgabe und es wird dann tatsächlich auch so abgeprüft. Da werden diese kurzen Zeitintervalle, geht los von kürzesten Zeitintervallen von einem Tag, eben wo die Teams sich wechselseitig drauf kontrollieren, also die Teammitglieder sich wechselseitig kontrollieren, was ist gearbeitet worden, was ist nicht abgearbeitet worden, wo muss man ansetzen, um das weiter zu befördern und zu verbessern. Und dann Zwischenziele definiert sind, auch in einem kurzen Abstand nach 2 bis 4 Wochen, wo das ganze Ergebnis von dem Auftraggeber vorgelegt wird zur Überprüfung. Und eben diese Kopfarbeit damit in einen Arbeitstakt reingezwungen wird. Genauso wie die Büroarbeit mit den Ticketsystemen ist es vergleichbar, hat bei dieser agilen Arbeit dann auch diese 2 bis 4 wöchentlichen Überprüfungsschritte den schönen Namen Sprint. Und man sich ja denken kann, wenn da verpflichtend ist, da muss was rauskommen, dass das natürlich zu einer Effizienzsteigerung führt. Das klar ist, dass da auch bei den Entwicklern mehr Leistung aus ihrer Arbeit rausgeholt wird. Dass da nicht nur am Projektende Überstunden anfallen, die ja bei der Vertrauensarbeit Bestandteil des normalen Gehalts sind, sondern vor jedem Sprint, was fertiggestellt werden muss und dann auch fertiggestellt wird. Ja. Und damit kommen die kapitalistischen Arbeitgeber auch in diesem hochqualifizierten Sektor, von dem man meint, dass der eigentlich sowas überhaupt nicht zugänglich ist. Nein, kommen die mit dieser Methode, ihrem Ideal, dass sie die Arbeit einem quasi fabrikmäßigen Regime unterordnen wollen, damit sie in jedem Fall sicherstellen, dass die rentabel ist. Ja, da kommen die Entwicklungsaufträge, Auftraggeber, dem Ziel kommen die ein ganzes Stück näher. Ich mache jetzt noch einen kurzen Punkt zum Abschluss, der quasi ein bisschen ein Resümee nochmal von beiden Seiten sein sollte. Und zwar ist es, wir haben ja jetzt so ein paar Abteilungen angeguckt und auf was ist es uns angekommen? Wir wollten sagen, legen wir mal den Finger drauf oder man muss
den Finger drauflegen, wenn man über diese modernen, fortschrittlichen Arbeitstechniken redet. Das ganze Geschmarre, was man lesen kann, vergessen, auch die Seite mit am Ende gibt's Schatten und so weiter und so fort, das ist alles Humbug, das ist alles Quatsch. Es ist so, dass auch diese neuen Arbeitsformen und die neuen Arbeitsmittel, die neuen Arbeitstechniken einfach altbekannten und ganz schlichten Prinzipien folgen. Das ist nämlich in allen diesen Tätigkeiten, bei den Plattformen, bei den Büroangestellten, bei den Hochqualifizierten, bei all denen um nichts anderes handelt als um Lohnarbeit. Und das Lohnarbeit gekennzeichnet ist, dass sie ein kapitalistisches Verhältnis ist. Dass in dem Verhältnis auf der einen Seite steht, die Kosten, die die Unternehmen aufbringen müssen, um die Arbeit, die eben notwendig ist für den Betriebszweck, dass die erledigt wird. Und auf der anderen Seite von dem Verhältnis steht der Nutzen, den die Unternehmen aus der bezahlten Arbeit rausziehen und der ihr Betriebszweck ist. Und dass dieses Verhältnis zwischen der Seite zu zahlende Kosten und auf der anderen Seite, was fällt an Überschuss auf der Unternehmerseite an? Für die Unternehmerseite, je besser ist, je mehr sie von der bezahlten Arbeit einsparen. Und genau auf diesen Punkt, auf die Verbesserung dieses Verhältnisses zum Unternehmenszweck zielen überhaupt alle Fortschritte, die bei der Organisation der Arbeit gemacht werden. Und das war gemeint, wenn wir drüber reden und sagen, die lohnarbeitende Klasse heute. Es kommt nicht aufs Wort an, wenn jemand meint, das ist doch altbacken, soll er es meinen. Aber was ich schon sagen will, was wir ausdrücken wollten mit dem altbackenen Wort, das ist doch eine Klasse, dass sich diese Klasse der Lohnabhängigen definiert durch eine ökonomische Gemeinsamkeit. Nämlich durch die Gemeinsamkeit, dass die alle einen Dienst an der Vermehrung von fremdem Eigentum machen. Und dass ihr der Lebensunterhalt von all denen, also das, was sie verdienen, eine kapitalistische Kost ist. Und dass sich der Einsatz von dieser kapitalistischen Kost umso mehr lohnt, je weniger die Leute bezahlt kriegen, also je weniger sich die Arbeit für sie lohnt. Und wenn überhaupt, oder vielleicht es schon, dann sind die modernen Erwerbsformen ein Mittel, dass die Subsumption der Arbeiter unter den Bedarf des Kapitals noch ein bisschen weiter vorantreibt. Tja. Jetzt müsst ihr mal was sagen. Was gegenwärtig auch eine große Angst ist, dass im Sinne von KI und Robotik die Gefahr besteht, von der Technik ausgetauscht zu werden. Und dann unter anderem heißt ja gerade, es gibt ja noch Bereiche und Tätigkeiten und Berufe, die davon ausgenommen sind. Wenn es dann heißt, so akademische Berufe, so wie Sie gesagt haben, so die in den Universitäten tätig sind oder in der Pflegearbeit oder in der Sorgearbeit. Da ist aber gleichwohl, dass, wie Sie es gesagt haben, die rigide Vorgabe von Zeitkorridoren und Schritten und die Konkurrenz fördern, weil, wie gesagt, wenn Sie da Tätigkeiten zu erledigen haben, wie jetzt beispielsweise in der Früh jemanden waschen, anziehen, Zähne putzen und so weiter, dann haben Sie Zeitvorgaben, die absolut unrealistisch sind und in Anbetracht der Tatsache, dass Sie es mit alten Menschen zu tun haben, die meinetwegen gestern
die Zahnbürste noch selber halten konnten oder aufgrund des oder nach geistigen Verfalls dann einfach nicht mehr wissen, was das überhaupt ist, eine Zahnbürste, und dann halt entsprechend die Zeit länger dauert und dann heißt, ja, also Sie haben jetzt den Dienst anzutreten und das umzusetzen und eigentlich ist es ja, wenn es dann von Seiten der Pflegedienstleitung, Heimleitung dann heißt oder Stationsleitung, also das ist ja innerhalb von der Zeit ja zu machen und zu schaffen und man soll sich gefälligst nicht so blöd anstellen sozusagen, dann ist es einfach nur in dem Sinn die Konkurrenz und das Ganze zu erhöhen, einfach zu sagen, Sie sind schuld, Sie individuell sind nicht dazu fähig, Sie können das nicht, aber schlussendlich fehlt es einfach an Struktur. In dem Sinne, dass man einen Dienst antritt zu zweit und man ist für ja, 40, 50 alte Menschen zuständig und dann heißt es so, machen Sie mal. Und man muss eben daran denken, dass das jetzt insofern ein Unterschied ist, wie jetzt in dem Sinne Büroarbeit, wo es dann heißt, okay, wir zahlen jetzt einfach nur nach Schema das Durcharbeiten und so machen, sondern man ist gerade dabei, eine bestimmte Tätigkeit umzusetzen, durchzuführen und dann quasi plötzlich was dazwischen kommt, wie jetzt beispielsweise ein Notfall oder eine Arztvisite, wo man sagt, dass eigentlich das, was man vorhatte, sozusagen durchzuziehen, unterbrochen werden muss und erstmal hinten anstellen stehen muss. Und dass dahingehend es hinlängst bekannt ist, dass es die Mängel gibt, die Missstände, wie gesagt, Stichwort Arbeitsmittel, sie brauchen dann entsprechend für gewisse Tätigkeiten auch die hygienischen Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, wo sie sagen, sie haben zwar Handschuhe, aber diese Handschuhe sind jetzt für die Pflege zum Beispiel, für die Wundversorgung oder für die Körperpflege nicht geeignet. Man sagt, die kann man allenfalls verwenden, Handschuhe vom Material her. Wenn es darum geht, zum Beispiel ja, Flächendesinfektion, die Handschuhe anzuziehen, damit man sich selber schützt. Und das ist, es fehlt, also wie gesagt, beispielsweise kein Handschuh, kein Waschlappen. Und es wird immer nur wieder darauf festgemacht, dieses quasi, wer ist schuld, immer das zu individualisieren und einfach das völlig außen vor lassen, dass das gewusst ist und gewollt ist, weil man dadurch eben, Stichwort Konkurrenz, eben Druck erzeugen kann und eine Druckkulisse aufbauen kann oder nach dem Motto, wenn es dir nicht passt, dann geh. Du kannst woanders unterkommen. Also als Pflegekraft ist man ja gesucht und gewollt und dann Kündigung können sie ja beim Rausgehen einschmeißen, so ungefähr. Und das tatsächlich die Sache ist, weil das Stichwort ist, mit Profit, wo es darum geht, wenn jemand ins Heim kommt beispielsweise und wo man sagt, es ist von der Sozialhilfe gelebt oder tatsächlich obdachlos von der Straße ins Heim kommt, ist erstmal die finanzielle Sache dahingehend erstmal geklärt, dass von Stadtseite die Gelder bezuschusst werden und wenn dann wird eben geschaut, ob es irgendwelche Angehörigen gibt oder Verwandten oder sonst wie, wo dann man das Geld meinetwegen auch via Gerichtsvollziehenden abholen kann oder dergleichen. Und das ist eben das, wo ich mir denke, also dass dieses Prinzip mit Ausbeuten und dergleichen, die Stichpunkte, Elemente genannt worden sind, die lassen sich eigentlich durchweg auf alle Berufe und Arbeiten ausstrecken, sag ich mal, oder hinweisen, weil das von dem her. Ja, so haben wir das eigentlich auch schon behaupten wollen. Und wenn ich das jetzt mir angucke, was Sie sagen mit den Pflegeheimen, ja, genauso wird es wohl schon sein, dass da diese Zustände ziemlich unerträglich sind für die Seite der Patienten und für die Seite der Pfleger. Und doch da die Seite, weil Sie gesagt haben, es ist doch unrealistisch, einen Menschen in so einer Zeit ordentlich zu versorgen. Das wird schon so sein, wenn man daran denkt, man will das gut machen und angenehm für beide Seiten. Aber realistisch oder sagen wir mal ausgerechnet, ist es doch in jedem Fall da nach demselben Prinzip. Das ist da auch bei einer Arbeit, die eigentlich nicht getaktet ist und nicht von Maschinen erbracht wird, mit den Vorgaben, schon allein mit dem
gesetzten zwei Pflegekräfte für eine Station und folgende Zeit ist nötig für Strümpfe anziehen, fürs Waschen und so weiter. Die Arbeitsanforderung gesetzt ist, zu welchem Zweck? Ja, das auf der Seite der Heimleitung, nämlich in Ihrer Rechnung, welche Kosten haben Sie für das, was Sie dann aus den Kunden, von denen Sie die Gelder kriegen, was da als Überschuss bleibt. Genau das der Gedanke ist. Und da natürlich klar ist, je mehr Arbeitskosten gespart werden, desto größer ist der Überschuss. Fertig. Ich hätte zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, noch eine Reflexion anzuhängen, weil du hast ganz am Anfang gesagt, die Sorge der Betroffenen davor ersetzt zu werden durch Robotik oder durch solche Techniken. Und ich habe mir gedacht, da merkt man auch mal auf eine andere Art und Weise dasselbe Prinzip, auf das meine ich den Vortragenden angekommen ist, zu zeigen, wie die Arbeitsorganisation und vor allem die technische Arbeitsorganisation ihren Zweck darin hat, Lohnkosten zu sparen, also Lohnkosten dadurch zu sparen, dass man Arbeit spart. Und dass das im Vortrag wurde so ausgedrückt, als das führt also nie dazu, dass der technische Fortschritt zu einer Arbeitsersparnis bei denjenigen führt, die arbeiten müssen, weil der eine Teil wird entlassen, der andere wird genauso lange beschäftigt. Das Umgekehrte, man merkt es eigentlich an allen Interessen. Was ist das eigentlich für eine pervers will ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht den Leuten vorwerfen, die diese Sorge haben, weil warum die Leute die Sorge haben, ist ja klar. Man hat dann keinen Job mehr. Aber da merkt man nach allen Seiten, was jetzt für eine perverse Stellung zur Arbeit selber und zu den Arbeitsmitteln, mit denen Leute wegrationalisiert werden, im Arbeitsprozess, dessen Zweck die kapitalistische Verwertung ist, selber institutionalisiert ist. Da kriegen Leute Sorge dafür, dass ihre Arbeit wegfällt. Und es ist klar, dass der Standpunkt, naja, dann ist ja auch weniger zu arbeiten, na, von allen Seiten her nicht gilt. Von den Betroffenen, die wegrationalisiert werden, nicht, weil wenn die weniger arbeiten müssen, dann ist das kein Glück, sondern ein Unglück. Und nach Seiten des Kapitals, was im Vortrag ausgeführt worden ist, da kommt es so und so nicht drauf an, dass die Leute weniger arbeiten müssen durch den arbeitssparenden Fortschritt, sondern arbeitssparender Fortschritt heißt Lohnkosten sparen. Also das wollte ich nur noch mal anhängen. Fast diese Sorge eigentlich selber verrät über die Art und Weise, wie technischer Fortschritt in diesem System eingebaut ist, was das überhaupt für ein Gehalt hat. Was ich immer wichtig finde, auch ist mir gut zu betonen, dass eigentlich eine gesamte Arbeitnehmerschaft ist. Ich bin mal ein bisschen weiter weg, ist ein bisschen laut. Es geht mir auch selber so, ich habe studiert und man merkt es ja, wenn man an der Uni unterwegs ist, dann fühlt sich keiner so richtig der Arbeitnehmerschaft zugehörig, sondern man fühlt sich als was anderes, als was Besseres, aber man ist es nicht. Und das hat ja der Vortrag auch wieder klargestellt, dass es eigentlich eine Arbeitnehmerschaft ist, egal ob es ein Kenner, Kennerin ist oder ob es ein Ingenieur oder Ingenieurin ist, es hängt alles zusammen und man muss, glaube ich, da immer wieder sensibilisieren, weil nur zusammen kann man dann auch diese prekären Situationen auch im Niedriglohnsektor beheben und bekämpfen, weil selbst das Ingenieursgehalt leidet unter dem Niedriglohnsektor, weil natürlich der Druck da ist. Und das finde ich auch immer wieder wichtig, dass man das betont. Und deswegen, ja, danke, dass das heute so ausgeführt wurde nochmal. Ich möchte noch was Weitergehendes dazu sagen, weil das ganze System reicht schon viel weiter als die Löhne sind zu niedrig. Ja, das ist jetzt das Problem im Niedriglohnsektor, der sogar auf die Ingenieurseinkommen drückt. Ist sicher so richtig der Gedanke, aber das ist mir alles noch viel zu sehr quasi von den Arbeitnehmersorgen der Arbeitnehmer her. Die Sorgen selber sind doch was Perverses. Pervers nicht als Vorwurf an die Leute, aber als Vorwurf an die Situation, in der solche Sorgen anfällig werden. Er hat gerade gesagt, wie all diese Formen der Arbeitsorganisation, die heute angesprochen worden sind,
dienen der Ersparung von Arbeit. Aber nicht der Ersparung von Arbeit für den Arbeitenden, sondern für Ersparung der Arbeit für den, der sie bezahlt. Und warum wird die Arbeit immer produktiver? Damit man weniger davon bezahlen muss. Die Arbeit wird unglaublich produktiv. Und die Leute haben nichts davon. Sondern, was haben sie davon, hat er auch gesagt, die Sorge, ob es ihren Job morgen noch gibt. Was ist denn das für eine perverse Sorge? Wenn Arbeit nicht mehr nötig ist, haben die Leute die Sorge, dass sie womöglich wegfällt. Es wäre doch ein Segen, wenn die Arbeit nicht mehr nötig ist. Braucht man nicht mehr so viel arbeiten. Nein, in der Gesellschaft hat man die Sorge, dass die Arbeit womöglich wegfällt. Eine wirkliche perverse Sorge. Es zeugt von was. Nämlich von dem Moment, was jetzt mit Arbeiterklasse angesprochen worden ist. Und da war der Gedanke ja vorhin völlig richtig. Traditionell denkt man bei Arbeiterklasse an den Blaumann und an die Fabrik, wo die Leute sich anstrengen müssen. Jetzt ist gezeigt worden, dass die ganze Welt der Berufe, die halt unter die Rubrik abhängig beschäftigt fällt, derselben ökonomischen Rechnung unterliegt. Und das ist die Gemeinsamkeit der Leute. Ganz egal, ob der Lohn dann furchtbar niedrig ist oder ob er ziemlich groß ist, weil es entweder ziemlich groß ist. Die Rechnung ist es. Und was verrät die Rechnung? Dass in dieser Gesellschaft alle Menschen arbeiten, nur weil sich das Kapital lohnt. Die Perversion besteht darin, die notwendige Arbeit findet nur statt, wenn die Mehrarbeit sich für die richtige Seite auszahlt. Sonst findet die notwendige Arbeit gar nicht statt. Für die Leute ist es notwendig zu arbeiten und für jede Gesellschaft ist es notwendig, die Lebensmittel herzuschaffen, also die notwendige Arbeit irgendwie zu organisieren. Aber in dieser Gesellschaft findet die notwendige Arbeit nur statt, wenn die Mehrarbeit sich fürs Kapital lohnt. Und sonst unterbleibt die notwendige Arbeit. Und die Perversion, die ist viel weiterreichend als die Höhe der Löhne von mir aus. Obwohl die Höhe der Löhne natürlich eine Konsequenz von genau dem ist. Also ich habe auch gedacht, dass uns dieser Punkt in dem Sinne sehr wichtig war, was jetzt nochmal der Herr da hinten angesprochen hat, weil die Sache mit, und dann müssen wir uns als Kollektiv zusammentun und wir sind doch alle eine Arbeiterklasse, das ist ja überhaupt die spannende Frage, auf was zielt es? Also klar, es ist schon mal ein ganz trostloses Zeichen über die moderne Arbeit, dass auch der gewerkschaftliche Zusammenschluss nicht da ist. Aber wenn man jetzt sagt, man tut sich zusammen mit dem Gedanken und da sind doch lauter schlechte Entwicklungen am Werk, da muss man doch was dafür tun, um die wieder zu verbessern. Zum Beispiel Niedriglohnsektor, ja, höhere Löhne. Dann ist das ja genauso ein Punkt, wo man den notwendig fundamentalen Gegensatz, der viel weiter reicht, als bloß, dass schlechte Löhne bezahlt werden, sondern in dem Gegensatz besteht, dass wirklich das eine Interesse mit dem anderen nicht zu vereinen ist, weil das Interesse an der Ausnutzung der bezahlten Arbeit im rentablen Sinne die Arbeit so aussehen lässt, wie sie aussieht, diese Arbeit ersetzt, wo es immer geht, und sie überflüssig macht und die Leute davon die abhängige Variable sind. Oder wenn man deinen Beitrag nochmal aufnimmt mit dem Zusammentun, also das ist genau die, also meine ich erstmal genau ein, wenn man so will, Beweisziel des heutigen Abends, also das du ausgedrückt hast, zu erkennen,
wie er das gesagt hat, abhängig Beschäftigte sind Teil der Arbeiterklasse. Ja, das war doch dein Gedanke. Und was der Vortrag noch leisten sollte, ist eine zweite Erkenntnis. Und das ist nichts, worum man froh sein sollte, mal so ausgedrückt. Sondern das ist gerade der Umstand, Arbeiterklasse zu sein. Was heißt das eigentlich? Das sollte gezeigt werden. Und das hat sie jetzt nochmal am Schluss ausgedrückt. Da ist man sowohl das, was man arbeiten muss, wie die Arbeit passiert, unter welchen Umständen sie passiert. Das Geld, was man dafür kriegt, ist eine abhängige Variable der Kalkulationen, die darauf gehen, aus Geld mehr Geld zu machen. Und die wird mit einem angestellt. Das heißt, Arbeiterklasse zu sein. Also abhängige Variable dieser Kalkulation zu sein. Und das meine ich, hat eher auf seine Weise noch, was das alles für Implikationen noch hat, deutlich gemacht, nämlich mit dem Gedanken, das heißt, dass die Leute nur für sich arbeiten können, wenn sie ein Beitrag dazu sind, dass eben aus Kapital mehr Kapital wird, dass aus Geld mehr Geld wird. Und ihr Entgelt und was sie dafür zu tun haben, schaut dementsprechend aus, wie sie dazu ein Beitrag sind. Ob es überhaupt gibt, das ist das mit dem, dass es kein Glück ist, dass die Arbeit weniger wird. Und so weiter. Jetzt hier zu schweigen, ist das auch richtig, das ist auch gut. was will man eigentlich noch dazu sagen? Eins will ich noch dazu sagen. Warte. Und vielleicht werde ich es auch, könnte einen kleinen Dialog mit ihm da, der vorhin von den quasi von den von der sozialen Arbeit her, also Pflegeberufe her argumentiert hat. Die Darstellung, die ist sicher treffend und da glaube ich, kann jeder von seinem Beruf her sagen, wo Arbeitshetze, wo der Druck, die Leute sollen mehr zur Verfügung stehen, wenn es das Unternehmen gerade braucht, wo das Ausnutzen von Konkurrenz der Beschäftigten untereinander vorkommt. Von all dem kann bestimmt jeder erzählen. Das ist so. Und also das ist auch dann treffend. Und man kann das natürlich darstellen unter dem Gesichtspunkt, wie schwer es einem gemacht wird, die Arbeit zu erledigen, die man ja erledigen will. Man könnte es aber auch darstellen, von dem Standpunkt, unter was für Verhältnissen man lebt, man arbeitet und lebt, um zum Schluss zu kommen, die Arbeit will ich nicht mehr. Nicht, dass man das individuell könnte und sagen könnte, ich tue es nicht mehr. Aber dass die Klage nicht vom Standpunkt, ich will es doch erledigen und die machen es mir so schwer, vorgetragen wird, sondern vom Standpunkt, ich weiß schon, warum die mir so schwer machen und deswegen bin ich gegen die. Das ist ein bisschen ein anderer Standpunkt als die Klage, wie schwer es einem gemacht wird. Ich weiß nicht, ob ich da was getroffen habe oder nicht, aber ich denke, und der Unterschied ist einer, wie die Philosophen sagen, einer ums Ganze. Das sagen.
Wenn sie selber aushält. Das ist genau der Punkt, ja. Das ist nicht zu sagen, ich leide, sondern zu sagen, das ist bewusst so, um die Leute zu vereinzeln und das zu individualisieren im Sinne von, du kannst es nichts, dass man sich eben nicht zusammenschließt und sagt, so wie es ist, dieses Drohen, Druck machen, das hat den Zweck, das Ganze für euch, für die kapitalistische Seite, noch billiger zu machen und wunderbar, dann, ja, in der Schicht brauchen wir drei, das nächste Mal tun es zwei auch und so dieses, wo man sagt, das einfach sagt, wo kann man ansetzen, sich zusammenzutun und Widerstand zu leisten und zu sagen, das geht so nicht. Nicht nur, weil es einen persönlich betrifft, sondern es betrifft alle, die hier arbeiten müssen und abhängig sind und zu sagen, okay, das. Und ich denke, der Unterschied ums Ganze ist dann an dem Punkt, wo du sagst, uns sich zusammenzutun. Zu welchem Zweck eigentlich? Zum Zweck, die Arbeit zu verbessern? Was die Sache wäre, man macht diese Arbeit, die genau unter diesen Kautelen und zu diesem Zweck stattfindet. Mit dem Idealismus, die könnte doch auch schöner ablaufen. Am Ende kann sie auch ein bisschen schöner ablaufen. Oder, was so habe ich es hinten verstanden, die Sache, dass man sich zusammentut mit der klaren Erkenntnis. Die miesen Zustände hat man sich erklärt. Und man ist klar, diese Arbeit, aber nicht nur diese Arbeit in diesem Heim oder überhaupt diese Arbeit als Pflegehelfer, sondern die Arbeit als Lohnarbeiter, gegen die ist man. Ich hätte noch was hinzuzufügen. Jetzt nicht nur nach der Seite von, das ist ein Unterschied ums Ganze und dann sagt man, inwiefern es sich unterscheidet, sondern inwiefern es, also ja, im Sinn von, man kann es so oder so halten, sondern inwiefern ich meine auch wie die erste Stellung im Sinn von, dass man ja auch, also das kennt man ja auch aus Interviews, das kennt man, wenn man Tagesschau schaut oder so, dann werden Pflegekräfte interviewt, dann wird sowas gesagt wie, man kann diesen Job gar nicht mehr richtig machen, ich würde ja gerne pflegen, aber da kriege ich ein Burnout und mit diesen Arbeitszuständen kann ich diese eigentlich sinnvolle Arbeit nicht verrichten. Da steckt einerseits ein Stolz drin, der darin besteht, naja, ich mache doch eine sinnvolle Tätigkeit. Ich pflege sein, ist doch Leuten helfen, das ist doch was Sinnvolles. Und das Negative, das wird einem, diese sinnvolle Tätigkeit, die wird einfach unmöglich. Und da meine ich, das ist nicht nur eine Frage im Sinn von, da nimmt man davon Abstand, dieses System fundamental zu kritisieren und stattdessen hätte man es gern verbessert, sondern man dreht eigentlich auch vom Standpunkt, vom durchaus kritischen Standpunkt her die ganze Sache um und sagt, das, was ich mache, wäre doch eigentlich ein vernünftiger Beitrag zu unserer Arbeitsteilung in dieser Gesellschaft. Eben, irgendwer muss sich doch um die alten Leute kümmern, das mache ich. Und da gibt's diese Unternehmen, die hetzen dann immer rein, sodass die Arbeit erstens unaushaltbar wird und zweitens immer schwerer zu machen und die Pflege leidet auch darunter. Da stellt man sich verständlicherweise auf den Standpunkt, das ist doch eine sinnvolle Arbeit, die man da tut. Aber zieht nicht aus der Art und Weise, wie man behandelt wird, den Schluss, dann kommt es auf die offensichtlich nur in einer sehr untergeordneten Art und Weise an. Nämlich damit, dass diese Krankenhausbetriebe daraus einen Gewinn machen oder der Staat, der, wenn er die organisiert, möglichst wenig Steuern dafür zahlen muss, dass es unter das Kriterium gebeugt wird. Also das Kriterium der sachlichen Erfordernisse, wie ein Pflegerberuf abzuwickeln ist, erstens in der Hinsicht, dass es für die Leute nicht so anstrengend ist und zweitens, was die Leute brauchen, die da gepflegt werden. Dass das gar nicht das Kriterium der Sache ist, mit der Masse, der Arbeit, die da abgewickelt wird. Aber von dem manchmal beleidigten, manchmal resignierten Berufsstolz aus, behandelt man es genau umgekehrt. Also ich würde auch sagen, es ist auch eine falsche Stellung zu dieser Arbeitshetze, wenn man sagt, es wird einem so schwer gemacht. Weil, ja, gut.
Also, weil dann begreift man sich als Arbeiterklasse in dem positiven Sinn, man sagt, wir leisten doch eine sinnvolle Arbeit. Und nicht als das, was er vorher gesagt hat, was Arbeiterklasse wirklich ist. Arbeiterklasse ist, dass man nützliche Arbeitskraft für die Vermehrung des in dem Fall Eigentums von Krankenhausbesitzern ist. Eins möchte ich noch dazu sagen, nämlich zu dem, was du jetzt als letztes gesagt hast. Falsche Stellung, richtige Stellung und sinnvolle Arbeit. Das ist halt der Hammer dieser Wirtschaftsweise, dass sie die notwendige Arbeitergesellschaft, die es braucht, die in dem Sinn sinnvoll ist. Und sinnvoll ist ja nicht bloß der Pflegeberuf, auch der Bäcker bäckt Brot und der Straßenbahnfahrer fährt die Leute in die richtige Abteilung der Stadt und so weiter und so weiter. Das sind alles, wenn man so reden will, sinnvolle Tätigkeiten. Sie finden nur alle statt oder alle diese Tätigkeiten, die es braucht, finden nur statt. Oder man kann nicht, das kann man nicht mal ganz sagen, aber die Tätigkeiten finden im Großen und Ganzen nur statt, wenn sie sich für einen Kapitalinvestor lohnen. Das heißt, der gesamte Lebensprozess der Gesellschaft, der ja seine Notwendigkeiten hat und sein muss, ist quasi usurpiert, ist zweckentfremdet für ein ganz anderes Ziel, nämlich die Geldmacht derer zu mehren, die Geld haben. Und insofern ist es nicht bloß ein blöder Berufsstolz, sondern es ist eine Betrachtung der eigenen Arbeit vom Standpunkt, jetzt auch mit marxmäßig gesprochen, des Gebrauchswerts her, vom Standpunkt des Nutzens her, den sie stiftet. Und der Standpunkt ist nicht einfach abseitig, sondern der Standpunkt ist, das ist das Furchtbare, der Standpunkt ist dem unterworfen, dass er überhaupt nur stattfindet, wenn er für was anderes, nämlich für die Kapitalvermehrung, gut ist. Dass manches in der Gesellschaft, das muss ich jetzt bloß einfügen, weil ich gerade alles gesagt habe, dass manches in der Gesellschaft sich dann doch gar nicht lohnt, dass manches sich einfach nicht als Kapitalgeschäft abwickeln lässt, weil es Ausgaben sind fürs Leben und nicht als Geschäft taugen. Kindergärten. In der Regel jedenfalls. Das hat zur Konsequenz, dass der Staat in mancher Hinsicht selber direkt oder indirekt der Arbeitgeber ist, weil er eben für Notwendigkeiten des Lebens sorgen muss, das als Ganzes dem Wirtschaftswachstum, dem Wachstum des Kapitals zu dienen hat. Also das war jetzt bloß die Ausnahme. Ja, es gibt ja Tätigkeiten, die sind einfach wirklich nicht profitabel und die werden dann auch nicht an dem Profit gemessen, sondern allenfalls unter dem Gesichtspunkt, was sich nicht lohnt, soll möglichst billig sein, denn das kostet ja Steuergelder und Steuer sind ja Abzug vom Verdienten. Und da ist der moderne Staat eben der Meinung, das macht, er muss sich des Reichtums der Bürger bedienen, aber nicht mehr als nötig. So war jetzt bloß die Abschweifung. Die Hauptsache war dieses, es ist ja der gesamte Lebensprozess der Gesellschaft, der diesem Standpunkt der Geldvermehrung unterworfen ist. Und deswegen hat alle Tätigkeit die zwei Seiten. Sie ist nützlich und wenn sie nicht nützlich wäre, dann gäbe es auch kein Geld dafür. Und auf der anderen Seite, sie hat nur dafür da zu sein, dass Geld damit verdient wird. Das ist die Absurdität der ganzen Wirtschaftsweise. Das Einzige, was mich jetzt an der Ergänzung noch zu der Seite der Kindergärten ein bisschen irritiert hätte, also ich hätte das eigentlich anders ausgedrückt, natürlich schon erstmal so. Das ist auch eine nützliche Arbeit, das ist mal ein Fall, die muss ich nicht lohnen, weil das in den normalen Arbeitseinkommen überhaupt nicht drin ist, dass man für den Kindergarten das zahlt, was man eigentlich zahlen müsste, wenn er privat ist, was man an den Waldorf-Kindergarten studieren kann und so weiter.
und der Staat im Sinne der Betreuung seiner kapitalistischen Klassengesellschaft dafür sorgt, dass die Kinder von den berufstätigen Müttern halt eine Unterbringung haben. Mich hat nur ein bisschen irritiert mit das, natürlich der Staat guckt da drauf und es macht dann die Arbeit da auch gleich wieder so. Können ja die Erzieher alle selber drüber klagen, über die Arbeitsbedingungen, über die Arbeitszeiten, über den Lohn. Dass das losgeht, als das ist dann mindestens eine Kost, wenn an der nichts verdient wird, was mindestens gilt, dass sie minimiert wird. Einzige, was mich irritiert hat, war, dass gesagt worden ist, weil der Staat es ja alles aus den Steuereinnahmen rauswirtschaften muss und die da sinnvoll oder minimierend einsetzen will. Also ich hätte es einfach erstmal ausgedruckt, dass der Staat mit seinem Haushalt, der sich ja überhaupt nicht auf die Steuereinnahmen beschränkt, da bei seinen Ausgaben eben immer darauf achtet, dass die Kosten reduziert sind und bei denen, die im Sinne des Wirtschaftswachstums gar nicht benutzt werden, sondern Betreuung von kapitalistischen Notwendigkeiten der Arbeiterklasse sind, noch zweimal auf Kosten geachtet wird. Nur zu dem Steuerzahler, das hat mich irritiert, zu dem der Staat macht es, weil er die Steuergelder effizient einsetzen will. Oder ich habe das falsch verstanden. Ja, aber so ist es doch. Das sind notwendige Ausgaben, sie müssen aus dem Staatshaushalt bezahlt werden. Und weil sie aus dem Staatshaushalt bezahlt werden, konkurrieren sie mit allen anderen Ausgaben des Staates, von der Außenpolitik über das Militär bis hin zur Wirtschaftsförderung. Und deswegen werden die Ausgaben für Soziale immer sehr knapp kalkuliert. Genau das wollte ich sagen. Dann sind wir uns völlig einig und ich habe was falsch verstanden. Also machen wir doch für heute Schluss. Weil prinzipiell, da können wir ja gar nicht mehr werden.